Halbfinale vor rund 350 Zuschauern in Hamburg. Zu Gast in Rot, VfL 05 Hohenstein-Ernsthal. Was dürfen wir von dem Underdog heute erwarten? Wie wertvoll Keeper Yalcin Ceylani für seine Panthers ist, hat er schon im Viertelfinale unter Beweis gestellt. Heute gibt's die große Überraschung. Aufgrund eines Platzverweises, welche er sich am selben Tag im Dress des FC Türkei in der Nachspielzeit abgeholt hat, wird Ceylani sicherheitshalber nicht zwischen den Pfosten stehen. In seine Fußstapfen darf Dennis Altintasch treten. Wir befinden uns noch in der Abtastphase. Beide Teams agieren vorsichtig. Der Ballverlust von Labiat. Wittig will schnell machen, clever von Kolarz, aber der Winkel ist zu spitz, nicht spitz genug für Christopher Wittig. Der überraschende Führungstreffer für den Underdog. Er ist 19 Jahre jung, der Youngster aus der Sachsenliga leitet hier vielleicht die große Überraschung ein. Die Raubkatzen reagieren noch gelassen. Die Ruhe in Person, Maher Masud. Wie immer dribbelstark, so kennt man ihn. Der Abschluss ist allerdings noch ausbaufähig. Aber er hat ja noch viel Zeit. Wieder Masud. Wieder derselbe Trick und wieder die Pike. 1:1 durch Masud. Maher Masud, der tunesische Futsal-Nationalspieler, nutzt seine Dribbelstärke und haut die Kugel mit voller Gewalt in die Maschen. Die Panthers sind jetzt am Drücker. Das bedeutet viel Defensivarbeit für die Gäste. Labiats Ballverlust leitet den Konter ein. Und Wilhelm, probiert's mal! Toll gerettet von Altintasch. Wie schnell war der denn unten? Absolut sehenswert, diese Parade von dem Keeper, der zuvor nur für die zweite Mannschaft der Hamburg Panthers im Kasten stand. Die Panthers mit vielen Problemen im Aufbauspiel. Helbig will den Ball nicht abgeben, ist robust und den verwandelt er souverän zur erneuten Führung. Wieso spielt ein 37-Jähriger eigentlich Futsal, werden sich einige fragen. Sebastian Helbig ist Ex-Profi, gelernter Mittelstürmer, spielte unter anderem für Cottbus, Köln und Dresden. Erfahrung, die sich also auszahlt. Letzte Minute im ersten Abschnitt. Eine 2:1 Führung der Gäste zur Halbzeit hat sicherlich keiner erwartet. Tolle Finte von Labiat und in der Mitte lauert Onur Salam. 2:2. Der flinke Linksfuß schiebt hier den Ball glücklich durch die Beine von Kapitän Bendun. Im Winter kehrte Salam vom Regionalligisten Lüneburger SK zurück nach Hamburg. Sowohl mit der TuS Dassendorf als auch mit den Panthers peilt Salam die Meisterschaft an. Wir springen in den zweiten Durchgang. Ulusoy, der Spielertrainer, gutes Auge für Masud, technisch natürlich 1A, fehlt nur noch die Effektivität. Die Panthers präsenter als in Halbzeit 1. Winkel bleibt ruhig, kann sich die Ecke aussuchen und entscheidet sich für die Mitte. 3:2 für die Hamburg Panthers. Mit diesem Treffer gehen die Gastgeber nach dem verpatzten Start hier erstmals in Führung. Diesmal lässt sich nicht nur Bendun tunneln, sondern auch Keeper Grabowski. In der Hamburger Fußballszene kennt man ihn schon. Jetzt versucht der 24-Jährige sein Glück in der Halle und erzielt den wichtigen Führungstreffer für seine Panthers. Achtung, die folgende Szene ist nur was für Genießer. De la Cuesta trifft das Spielgerät so gut, da kriegt man schon vom Hinhören Gänsehaut. Sascha De la Cuesta, der Mann, der Stunden vorher in der Landesliga für den FC Türkei nicht überzeugen konnte. Den Treffer hat er sich wohl für die Halle aufgespart. Ist das etwa die Vorentscheidung? Nächste Standardsituation, Bentun alleine gegen 3. Und der ist drin. Marc Bentun hat hier alle Zeit der Welt, kann den Ball in Ruhe annehmen und versenken. 4:3, kurz vor Schluss. Unvorsichtiges Einsteigen hier von Zwingenberger gegen Salam. Das ist natürlich bitter, denn 5 Fouls hatten die Gäste schon. Jedes folgende Vergehen wird mit einem 10 Meter bestraft und die fallen in den Aufgabenbereich von Maher Masud. 5:3, Doppelpack von Masud. Futsaler durch und durch. Mit dem ETSV Hamburg spielt er in der Bezirksliga. Ist schließlich auch nur sein zweites Hobby nach Futsal. Letzte Spielminute. Salam haben die Gäste heute ganz besonders lieb.
Wieder wird auf Foulspiel entschieden. Und zum Abschluss darf sich Masud zum dritten Mal belohnen. Der 29-Jährige mit dem blauen Tape um seine Handgelenke ist für die Raubkatzen mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Aus und vorbei. Die Hamburg Panthers haben in der zweiten Hälfte ihre Krallen gezeigt und das Halbfinale verdient mit 6:3 gewonnen. Im Finale wartet jetzt ein harter Brocken auf die Hamburger. Die Holzpfostenschwerte standen im Vorjahr schon im Finale und sind in diesem Jahr ganz besonders heiß auf die Schale.